Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Ich lese nun den Grundsteinspruch von Rudolf Steiner vom 25. Dezember 1923. Menschen, Seele, du lebst in den Gliedern, die dich durch die Raumeswelt im Geistesmeereswesen tragen. Übe Geist erinnern in Seelentiefen, wo im waltenden Welten Schöpfer sein, das eigene Ich im Gottes Ich er Weset, und du wirst wahrhaft leben im Menschen Welten Wesen, denn es waltet der Vater Geist der Höhen in den Welten Tiefen sein erzeugend. Seraphim, Cherubim, Throne, lasset aus den Höhen erklingen, was in den Tiefen das Echo findet und was im Echo der Tiefen das Geheimnis der Höhen wieder klingen lässt. Das spricht ex Deo Nascimur, das hören die Elementengeister im Osten, im Westen, im Norden, im Süden. Menschen mögen es hören. Menschenseele, du lebst in dem Herzens Lungenschlage, der dich durch den Zeitenrhythmus ins eigene Seelen, Wesensfühlen leitet. Übe Geist besinnen. Im Seelengleich Gewichte, wo die wogenden Welten werde taten, das eigene Ich dem Welten-Ich vereinen, und du wirst wahrhaft fühlen, im Menschen Seelen wirken. Denn es waltet der Christuswille im Umkreis, in den Weltenrhythmen Seelen begnadend, durch die Geister Kyriothetes, Dynamis, Exousiae, lasset ihr Geister vom Osten befeuern, was durch den Westen sich gestaltet, und das Feuer des Ostens, das aus dem Westen seine Gestaltung empfängt, es spricht in Christo Morimur, das hören die Elementengeister im Osten, Westen, Norden, Süden. Menschen mögen es hören. Menschen, Seele, du lebst im ruhenden Haupt, das dir aus ewig
Ewigkeitsgründen die Weltgedanken erschließet, übe Geist erschauen, in Gedanken ruhe, wo die ewigen Götter Ziele, Weltenwesens Licht, dem eigenen Ich zu freiem Wollen schenken, und du wirst wahrhaft denken in Menschen Geistes Gründen. Denn es walten des Geistes Weltgedanken im Weltenwesen Licht erflehend. Archai, Archangeloi, Angeloi, lasset aus den Tiefen erbitten, was in den Höhen erhöret wird, und wenn recht verstanden wird, wie es von Archai, Archangeloi, Angeloi ertönt, wenn aus den Tiefen erbeten wird, was in den Höhen erhört werden kann, dann sprich es durch die Welt. Per Spiritum Sanctum Revivissimus. Das hören die Elementargeister im Osten, Westen, Norden, Süden. Menschen mögen es hören. In der Zeitenwende trat das Weltengeisteslicht in den irdischen Wesensstrom. Nachtdunkel hatte ausgewaltet, taghelles Licht erstrahlte in Menschenseelen. Licht, das erwärmt die armen Hirtenherzen, Licht, das erleuchtet die weisen Königshäupter. Göttliches Licht, Christus Sonne, erwärme unsere Herzen, erleuchte unsere Häupter, das gut werde, was wir aus Herzen gründen, was wir aus Häuptern zielvoll führen wollen. Vielen herzlichen Dank.